Hallo und herzlich willkommen hier zu City Skylines und einer weiteren Folge im Stau. Ja, es ist hier immer sehr, sehr aufregend, wenn wir versuchen, Verkehrsprobleme zu lösen. Ja, alle wollen gerade irgendwie hierher und ich habe keine Ahnung, warum und warum es nicht schnell genug geht. Ich befürchte fast, wir brauchen hier eine breitere Straße, weil es wird jetzt hier doch eher genutzt, als ich zuerst vermutet hatte. Ich muss mir jetzt mal was einfallen lassen, wie wir das am besten hinkriegen, dass das hier nicht mehr so voll ist. Wir könnten es wieder mit einem Tunnelsystem versuchen, dass wir das dann einfach hier auf der Straße wieder anschließen. Dann kann sich das hier beim Abbiegen nicht mehr so staunen. Ich staune sowieso, dass die hier keinen grünen Pfeil haben, weil rein theoretisch könnten die ganze Zeit hier fahren, wenn hier keiner rum will. Das ist so ein bisschen blöd, aber wir versuchen es jetzt einfach mal mit einem Tunnel, würde ich vorschlagen. Und vielleicht mit einem ziemlich fetten. Ich glaube, ein ziemlich fetter Tunnel wäre da echt gut. Oder wir lassen es einfach so. So könnten wir es rein theoretisch auch machen. Dann lassen wir es einfach hier so drunter führen. Ich mache es mal ein bisschen tiefer. So. Du kannst dann so ein bisschen rund anlegen. So. Und dann können wir es ja hier wieder raufkommen lassen. So. Gut, jetzt haben wir es zweispurig. Muss vielleicht nicht unbedingt sein. Ah, okay, schaut mal, die ersten nutzen es schon. Jetzt sehe ich schon das nächste Problem. Wenn die jetzt alle hier rumfahren, kommt hier kein Schwein mehr rum, wenn man in die andere Richtung will. Es wäre halt gut zu wissen, ob die, die hier rauskommen, gleich hier weiterfahren können. Wir beobachten das jetzt einfach mal. Nutzt es hier vorne schon jemand? Nee, bis jetzt nutzen nur die unten das. Ah, okay, da kommen ein, zwei Leute lang. Okay, es sieht sehr gut aus, dass die, die rechts rum wollen, das tatsächlich dann auch tun. Aber hier fahren auch noch ein paar rechts. Und nicht nur ein paar. Ha! Ist jetzt die Frage, haben wir das Stauproblem behoben oder schlimmer gemacht? Ich bin mir da gerade noch nicht so ganz sicher. Ich meine, die Autos bewegen sich, aber es staut sich ja mittlerweile bis hier zu diesem Tunnel. Hier vorne geht es alles einigermaßen. Die aus dem Tunnel kommen auch alle raus. Gut, dann staut sich das hier vorne wieder. Aber die scheinen es auch alle über die Kreuzung zu schaffen. Ja, das sieht gut aus. Also momentan kommen sie alle mit einer Ampelphase da wieder rum. Das gefällt mir soweit ja ganz gut. Wenn ich muss mal den Tunnel jetzt halt wirklich zu einer Einbahnstraße umfunktionieren, dann wird das vielleicht alles doch ein bisschen glimpflicher. So, hier staut sich jetzt so gut wie gar nichts mehr. Dafür jetzt hier. Ach ja. Das ist halt das Problem, ne? Dass die alle jetzt hier lang wollen. Vielleicht sollten wir sie dann eher am Bogen hier anschließen. Der hat nämlich nicht so das Problem, hier weiterzukommen. Weil die Weide, würde ich die Querstraße hier einfach an der Autobahn anschließen wollen. Ich glaube, das machen wir auch. Ach ja, ist das nicht wieder schön hier? machen wir diesmal aber eine Überführung, würde ich sagen. So. Nee, diesmal wollen wir gerade. So, da. Okay, hier kommen wir gerade irgendwie nicht richtig klar. So, hier gehen wir dann wieder runter. Ich hätte hier aber gerne keinen Bogen. Weil das ist dann nicht symmetrisch, das finde ich blöd. Hä, warum soll ich denn da jetzt nochmal einen Bogen kriegen? Ich will da jetzt keinen Bogen. Lass mir den Bogen da weg. Gut, jetzt haben wir hier einen Bogen. Ich will das symmetrisch haben. Ich hasse das, wenn was nicht symmetrisch ist. So. Schaut, weil das macht hier keinen Bogen. Das finde ich voll blöd. Guck mal, ich kann das jetzt ziehen, wie ich will. Es macht keinen Bogen. Und hier will es unbedingt einen Bogen. Warum will es da einen Bogen? Ich finde das doof. So. Okay, so können wir es gleich runterziehen.
ist dann auch in Ordnung. Gut, und hier schließen wir das Ganze bei der Autobahn an. Zumindest ist das der Plan. Ob wir das hinkriegen, ist dann nochmal so eine andere Geschichte. Ihr kennt ja mein Talent, was das hier betrifft. So, wir brauchen eine Auffahrt von hier nach da drauf. So. Und wir brauchen eine Abfahrt von hier nach da runter. Dann vielleicht doch lieber so. Ja, dann ist das hier nochmal so ein kleiner Wendekreis, ist ja auch in Ordnung. Dann müssen wir von hier nochmal hier rüber. So, das passt noch nicht so ganz, das ist natürlich blöd. Dann machen wir das einfach nochmal von vorne. So. So. Okay. Ja gut, so geht's natürlich auch. Und dann müsste das eigentlich ganz gut passen. Die kommen hier runter. Ja, müsste eigentlich gehen, oder? Die kommen hier rauf, aber die kommen noch nicht darauf. Okay, wir müssen noch einmal hier rum. Oh, ich habe einmal zu früh geklickt. Das war auch nicht der Plan. Nochmal den Spaß. Okay, das war einfach zu viel Bogen, glaube ich. Okay, das will der irgendwie gar nicht. Hä, der will das nicht. Warum will der das nicht? Okay, ich kann hier so ganz langen Bogen machen, aber die Frage ist dann auch wieder, fährt man das? Wir könnten das natürlich jetzt auch unterirdisch machen, das würde mir an der Stelle dann sogar noch besser gefallen. Okay, das ist dann auch wieder ein bisschen sehr komisch. So. Dann geht's hier runter halt unterirdisch und dann geht's hier halt überirdisch. Ist dann jetzt halt so, hätten wir gleich alles unterirdisch machen können. Aber so geht's natürlich auch. So, dann sind die hier schon mal angebunden. Das ist sehr gut. Hier haben wir dann halt immer noch den Tunnel. Aber wir haben hier eine Kreuzung weniger. Das heißt, es sammelt sich nur noch hier. Und schaut mal, hier haben wir schon gar keinen Stau mehr. Gut, wir behalten es weiterhin im Auge. Und warten dann einfach mal ab. Die fahren alle dahin, wo sie auch hin müssen. Hier kommen alle raus und rein. Nein, hier staut es sich. Das ist schon wieder ungünstig. Das heißt, wir werden den Tunnel dann wohl doch nur in eine Einbahnstraße verwandeln. Machen wir mal das Bummel hier. Gut, das kann ich nicht updaten. Total toll. Weil wir diese Straßengröße verwendet haben, glaube ich. Ist ja ein Träumchen. Kann ich das denn mit dem hier updaten? Wie komme ich gleich doch? Ach ja, so. So, ich mache das jetzt halt so klein. Moment. So. Die sollen hier lang fahren können, ne? Das passt, das passt. Das passt nicht. Das passt auch nicht. Nee, das muss nochmal hier rum. So, passt. Passt nicht. Passt. So, die fahren jetzt hier alle wieder raus, weil das hier nicht mehr passt. So, das reißen wir einfach an der Stelle nochmal ab. Und dann ziehen wir das nochmal neu hier hoch. So, dann ist das wieder passender. Und dann müssen die definitiv jetzt hier lang. Gut, die haben jetzt vielleicht einen weiteren Weg, weil die Weile das hier nur noch zur Autobahn geht. Ja, aber so haben wir definitiv keinen Stau, würde ich behaupten. Hä, warum ist hier jetzt eigentlich schon wieder so eine verkackte Ampel? Warum haben wir hier denn jetzt schon wieder Ampeln? Ha, puh. So, das muss hier irgendwie weg. Wie kriege ich das weg? Hä, warum kann ich gerade... Warum kann ich das gerade nicht löschen? Ach so, haha, ich bin zu tief. Ach ja, das macht Sinn. So, wir versuchen das jetzt mal noch hier anzuschließen. So.
Schau mal einer, guck, und schon haben wir keine Ampel mehr, weil die Weihe es nur in eine Richtung geht. Ist jetzt hier ein bisschen komisch zum Fahren, aber das kriegen die schon hin. Genau, die können sich entscheiden, ob sie da lang fahren oder ob sie da lang fahren. Und kommen sie alle wieder hier rauf und dann können sie hier wieder runterfahren. Oh, man sieht schon, es staut sich so leicht. Was machen wir denn jetzt da an der Stelle? Weil der Bogen ist ein bisschen ungünstig. Schau mal, ob wir das hier nochmal irgendwie miteinander verknüpfen können. So. Und ist alles noch Autobahn, das heißt, es fährt sich hier auch keiner um. Sehr gut. Dann bin ich mal gespannt, ob sie das hier für kürzer halten oder nicht. Aber bis jetzt sieht er das Ganze nach einem Nicht aus. Ach Manu, jetzt staut sich das hier auf der Autobahn. Ey, das war ja jetzt irgendwie nicht der Plan. Wartet, dann reißen wir jetzt das hier einfach mal ab. Dann kommen halt alle nur da lang. So. Hier ist es nochmal ein bisschen kompliziert, weil sie aufpassen müssen, nicht ineinander zu fahren. Oh, da kommen ganz schön viele. Nee, blöd. Das ist teilweise ein bisschen ungünstig. Vor allem, es verteilt sich ja jetzt auch recht komisch, würde ich sagen. Ich weiß immer noch nicht, wo alle hinfahren. Ja, ich habe jetzt hier irgendwie so ein riesiges Kreuz und Quer erschaffen. Schaut mal, unser riesiges Kreuz und Quer. Hier staut sich, wie gesagt, gar nichts, aber auf der Autobahn ist dann irgendwie alles zu spät. Wir könnten höchstens sagen, ich baue jetzt hier nochmal was ein, passt mal auf. Jetzt wird es wieder spannend. Wir nehmen jetzt mal hier eine Einbahnstraße. So, die lassen wir runterführen. Und lassen die... Moment, lasst mich überlegen, wo wir die hinführen lassen. Wo das Ganze Sinn macht. Wo wollen die denn überhaupt hin? Wir könnten das Ganze hier hinten wieder hochkommen lassen, aber ich glaube, da ist sowieso schon relativ viel Verkehr. Ich glaube, wir leiten es bis nach hier. Ich glaube, das ist ein ganz guter Plan und ich glaube, das machen wir auch nur wenig bogenmäßig. Und hier wollte ich es wieder hochkommen lassen, ne? Okay, also sind wir hier noch nicht so weit. So, Dalle. Dann kommen die rein theoretisch da wieder raus. Das ist bis jetzt der Plan. Aber der Stau bildet sich hier auch langsam schon zurück. Aber wir haben jetzt hier auf jeden Fall nochmal eine Straße, wo es viel, viel kürzer und schneller direkt ins Industriegebiet geht. Zwar nur hin, nicht zurück, aber so hoffe ich, dass wir schon mal weniger... Oh, Stau haben? Warum seid ihr denn hier nicht angeschlossen? Was haben wir denn hier für Gebiete? Wohngebiete haben wir hier, die wir nicht brauchen. Das ist natürlich manchmal ein bisschen komisch. dann sollten wir hier auf jeden Fall nochmal ein bisschen was füllen. Hier wollte ich ja relativ frei lassen. Dann packe ich hier mal noch ein Stück hin. So, das Stück darf noch. Na gut, und das Stück können wir eigentlich auch mal mitmachen. Dann bleibt das halt hier frei. Ja, soweit so gut. So, Commercial brauchen wir auch wieder ein bisschen. Da haben wir hier ein bisschen was. Wo könnte denn hier noch was fehlen? Hier oben in der Ecke vielleicht und hier drüben. Hier drüben brauchen wir auf jeden Fall was, würde ich sagen. Gut, würde ich jetzt tatsächlich hier auf der Seite machen. Sollte fürs Erste reichen. Und hier oben würde ich dann auch was hinpacken. Hier auf die Seite.
Dann ist das da auch noch gut zu erreichen. Ich meine, drehen können sie hier ja sowieso. Dann passt das auf jeden Fall. Aber ich hoffe jetzt erstmal, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen. Das wird uns hoffentlich auch in der nächsten Folge wiedersehen. Und ja, dann macht's gut, macht's besser und bis zum nächsten Mal. Ciao!